Butja und moin moin. Ich bin gerade dabei, eine Sprache zu lernen und ich merke wieder, es gibt Dinge, die könnte man machen und dann gibt es Dinge, die sollte man machen, wenn du so schnell wie möglich vorankommen willst. Wenn du so schnell wie möglich Fortschritte machen willst, dann solltest du die Grundlagen richtig drauf haben. Aber man kann nicht nur die Grundlagen lernen, zum Beispiel in einer Sprache reicht es mir nicht aus, einfach nur jedes Verb konjugieren zu können. Denn damit kann ich keine Sätze bilden, damit kann ich mich nicht verständigen und damit kann ich mehr verstehen als selber sagen. Ich könnte jetzt viel mehr Vokabeln lernen und die ganze Zeit nur Vokabeln lernen, aber auch dann habe ich ein ähnliches Problem, weil ich dann alles verstehen könnte, alles lesen könnte und vielleicht auch sagen könnte, aber ich kann die ganze Kultur nicht verstehen, ich kann die Sätze zwar größer und komplizierter machen, auch mit dem Verständnis von Grammatik, aber dennoch reicht mir das nicht, einfach nur eine Menge zu sagen, ohne zu wissen, was dahinter steckt. Denn nur eine Definition aus dem Wörterbuch kann dir nicht näher bringen, wie etwas gewichtet ist. Ob etwas wirklich gehobene Sprache ist oder ob etwas normale Alltagssprache ist oder vielleicht einfach nur Slang oder Jargon für bestimmte Kreise oder bestimmte Jugendgruppen oder Experten. Also was ich dann wirklich brauche, um eine Sprache zu lernen, sind dann drei Sachen. Erstmal Vokabeln, dann Grammatik und zuletzt das kulturelle Verständnis. Diese drei Sachen brauche ich. Ich muss eine Menge sagen können, ich muss auf die richtige Weise aussprechen können oder aufschreiben können und ich muss auch wissen, wann es sich schickt, das zu sagen oder halt nicht zu sagen. Der dritte Schritt, auf den verschwende ich gerade am meisten Zeit. Denn ich habe jetzt mehrere Sprachen drauf. Für mich ist Grammatik zu lernen und Vokabeln zu lernen keine große Hürde. Aber ich möchte halt auch, dass die Leute sich locker fühlen und nicht denken, ah, Ausländer, mit ihm machen wir mal langsam. Also Sprachneuanfänger, so, ich will einfach, dass sie genauso locker reden und ich dann genau weiß, wo die sind im Leben oder von welcher Perspektive sie sprechen und die genauso auffangen. Ich will jetzt nicht irgendwie ein Lob, oh, ich wusste gar nicht, dass du irgendwie die Sprache neu gelernt hast, sondern ich möchte die besser verstehen, dadurch, dass ich in deren Sprache mit denen rede. Ich möchte in deren Welt besser eintauchen, dadurch, dass ich verstehe, was sie aufregt, was sie glücklich macht, in deren Sprache. Mein Ziel als Sprachenlerner ist also nicht, anzugeben, was ich gerade dazugelernt habe, sondern je mehr ich kann, desto bescheidener bin ich und desto mehr fließe ich ein in deren Kultur, in deren Werte, in deren Geschichte und ich teile deren Freuden und deren Schmerzen, weil ich mir die Arbeit mache, mich da einzufühlen und das zu verstehen, was die ausmacht. Ich denke, Sprachen schlagen Brücken. Da ich die ganzen Sprachen jetzt lerne, heißt das nicht nur, dass ich Zugang habe zu deren Informationen, zu deren Rezepten, zu deren Reiseziele, sondern ich habe nun auch Zugang zu deren Kulturerbe, zu deren Wissenschaft, zu deren nationalen Schätzen, zu deren Volkshelden. Und ich möchte das ehren und wertschätzen und gucken, warum genau wir Menschen so viel miteinander gemeinsam haben. Denn das ist meine Grundüberzeugung, dass wir Menschen uns alle super ähnlich sind und dass die Sachen, die unterschiedlich sind, nur Ausprägungen sind von unseren gleichen Bedürfnissen, den gleichen Wünschen und den gleichen Zielen. Es sind unterschiedliche Methoden, aber wir wollen genau das Gleiche erreichen. Wir wollen uns sicher fühlen, wir wollen uns verbunden fühlen mit anderen Menschen, wir wollen Arbeit finden, die uns Spaß macht und uns viel bedeutet und das versuchen wir mit verschiedenen Sachen, mit Essen, mit Kultur, mit Sprachen, mit Festen, mit Tanzen, mit schönen Kleidern, oft traditionelle Gewänder und Feiern und Geschichten, Riten und Mythen und das sieht man auch
immer wieder in verschiedenen Formen. Und ich nutze die Sprache nicht nur als Weg, mit den Menschen zu kommunizieren, sondern auch als das Mittel, wie ein Verkehrsmittel, wie ein U-Boot oder wie eine Rakete oder ein Flugzeug, um in die vergangenen Zeiten dieser Sprechergemeinschaft zurückzufliegen und zu segeln, mich dahin zu transportieren. Und ich erfahre mehr über andere Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, nur weil ich die gleiche Sprache spreche. Weil ich die gleiche Sprache lerne zu sprechen, erfahre ich mehr über die Entwicklungen und alles, was sich verändert hat. Und ich kann auch nachvollziehen, was gleich geblieben ist. Teilweise auch in der Sprache selber, in der Art, wie sie mit diesen Worten spielen. Was sie da ranbauen und wegnehmen und verändern und welche Fremdwörter und Lehnwörter reinkommen. Der Einfluss ist auch sichtbar in der Sprache, die man spricht und die man schreibt und lesen kann. Aber halt auch in dem, was diese Sprache beschreibt. Wie sehen sie die Dinge, die ich sehe und die ich mit meinen Sprachen anders benenne, die ich anders werte mit meinen Werten, die ich aus meiner Sprache und meinen Kulturkreisen habe? Und warum sehen wir die Dinge anders, wenn wir sie anders sehen? Denn ein Mongole hat ein anderes Verhältnis zu Russland als jemand aus der Ukraine. Und jemand aus Taiwan sieht China anders als jemand aus Nepal. Also die Geschichte, die man bildet, die Geschichte zwischen dem Kontakt verschiedener Völker und die Geschichte zwischen dem Austausch, ob es Handel war, ob es Menschen war, die sich begegnet sind und befreundet haben und sich ineinander verliebt haben, Menschen, die sich bekriegt haben oder auch die sich ausgetauscht haben und gemeinsam eine ähnliche Essenskultur haben oder jetzt die gleichen Sportarten spielen und ähnliche Instrumente spielen. Das alles findet sich auch in der Sprache wieder. Die Sprache ist also auch ein archäologisches Instrument für mich, mit dem ich wirklich Dinge entdecken kann, von denen ich vorher noch nichts gewusst habe. Und zu allerletzt ist die Sprache halt nach dem Turmfall von Babel halt auch ein Zeichen dafür, dass wir Menschen uns nur zerstreiten, weil wir uns nicht verstehen. Und uns nur zerstritten haben, weil wir uns gemeinsam gegen Adonai aufgelehnt haben. Also bleibt für mich immer wieder diese Erinnerung daran, dass es eine Ursprache gab. Und linguistisch suche ich immer wieder nach Dingen, die für mich belegen, dass es früher eine gemeinsame Sprache gab, die dann in verschiedene Sprachen zerfallen ist. Denn es gibt Grundstrukturen und grammatikalische, syntaktische Einheiten und all solche Belege, die nahe schließen lassen, dass es einfacher ist, von einer Ursprache auszugehen, als von vielen einzelnen Sprachen, die sich dann irgendwie vermischt haben und neu kombiniert haben. Ich finde es sehr interessant. Sprache kann so viel. Und je mehr Sprache man kann, desto mehr Perspektiven kann man aufnehmen. Desto weltoffener ist man, desto weniger ist man fix auf seine eine Meinung und auf den einen Weg beschränkt, was viele Dinge angeht. Aber Sprache selber grenzt unser Denken auch ein. Auch wenn wir jetzt neue Formen für unsere Gedanken annehmen können, ist alles auch eine Form, alles eine Schablone. Also liebe ich auch Musik und das Gebet, weil es Arten sind, zu denken, ohne es begrenzen zu lassen, von dem, wie man Dinge versteht.